Und dieser Experte ist Gerhard Conrad bei uns im Studio, eine Legende in der internationalen Geheimdienstszene. Herzlich willkommen, Herr Conrad. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und in der Tat nehmen wir Fragen auf aus dem Netz. Die landen hier bei mir auf dem iPad und ich streue die dann ein in unser Gespräch. Gerne. Ja, die USA haben ziemlich genau vorhergesagt, was passieren würde, dass es eben zum Krieg der Russen gegen die Ukrainer kommt. Wie ist das eigentlich möglich? Kann man Putin so einfach abhören von Washington aus? Ja, als Geheimdienstprofi würde ich sagen, schön wäre es. Natürlich ist es nicht so einfach. Die Frage ist auch, woher genau eine solche Information kommt. Wir müssen erstmal differenzieren. Was bekannt war, was auch relativ einfach festzustellen war, ist natürlich über Satellitenaufklärung überhaupt erstmal das Dispositiv, das Kräftedispositiv, das ja über Wochen aufgebaut worden war. Man also wusste Truppen. Also ganz genau die Truppen, die in Grenznähe aufgestellt worden sind. Und das ist ja nicht nur ein einfaches Panzerzählen, sondern das ist dann, wenn man die entsprechenden Aufklärungsmöglichkeiten hat, via Satellit, kann man eben in der Tat auch identifizieren, was für Gerätschaften sind das, zu welchem Zweck dienen die etc. pp. Das war das Erste. Man konnte also feststellen, und das wurde ja auch entsprechend publiziert, dass eine entsprechende Kräfteansammlung festzustellen war, mit der man genau dies machen konnte, was dann später auch geschah. Das ist der eine, das ist Capabilities, Befähigungen, die systematisch aufgebaut worden sind. Und da fragt man sich natürlich schon, wozu? Rumspielen mit 150.000 Soldaten tut man normalerweise nicht. Ja, das ist aber die generelle Frage. Und die spezifische Frage des Einsatzbefehls, des Einsatzplans, da sind wir jetzt bei den Absichten, bei dem, was man sonst so gerne Intentions nennt, nicht wahr? Und das kann ich Ihnen nicht authentisch beantworten. Logischerweise, wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Aber ich bin ja nun in der Gnade des Nichtwissens. Nicht? Aber grundsätzlich haben Sie natürlich bei einer so großen Menge an Soldaten und einer so großen Koordinationsmenge haben sie natürlich auch viel Kommunikation. Und nicht alle Kommunikation ist aller Wahrscheinlichkeit hochkryptiert. Und es ist eher wahrscheinlich, aber das ist meine Vermutung, dass sozusagen aus einer Nebenkommunikation aus weniger geschützten Räumen dann mehr oder minder die Information kommt, ja, und wir müssen jetzt dies oder jenes tun und nächste Woche ist der Weltuntergang oder was auch immer sonst. Also weniger geschützt, das wäre dann nicht Putin, sondern es wären andere, die eben auch eingeweiht waren. Ja, die und einfach den Einsatzbefehl haben und dann darüber gequatscht haben, zum Beispiel. Okay, jetzt haben sich die Amerikaner dazu entschieden, diese Informationen dann nicht für sich zu behalten, die sie da hatten, sondern damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, rauszugehen. Aus Ihrer Sicht eine riskante Strategie? Ja, nicht nur aus meiner Sicht. Normalerweise ist das der Verstoß gegen die guten Sitten bei Nachrichtendiensten. Nachrichtendienste informieren die Regierungen unter Geheimschutz. Und eine der wesentlichen Anforderungen an Geheimdienste ist ja eben, dass der Inhalt und insbesondere der Hintergrund dieser geheimen Informationen auch in der Tat geheim bleibt. Je präziser sie dann in der Öffentlichkeit gehen, desto größer ist das Risiko, dass eben der Gegenspieler feststellt, hops, das können die nur aus der oder jener Ecke haben. Und wenn das passiert, dann je nachdem, wenn es denn Menschen wären, dann ist das tragisch. Kann das tragisch sein? Wenn es in Anführungszeichen nur Technik ist, ist es zwar nicht mehr menschlich tragisch, aber es sind trotzdem erhebliche Informationsverluste, die dann daraufhin eintreten, weil natürlich dann die Informationen, Kanäle geändert werden, gesperrt werden. Das heißt, Sie müssen dann eine Art Risikoabwägung gemacht haben. Die müssen gesagt haben, das ist zwar riskant und möglicherweise gefährden wir damit auch jemand, aber auf der anderen Seite geht es hier darum, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass dann Krieg offenbar stattfindet oder stattfinden wird. Und wir müssen das jetzt an die Öffentlichkeit bringen. Genau. Mit welchem Zweck? Genau, also das war die Güterabwägung, ganz offenbar. Das ist auch letzten Endes so kommuniziert worden. Der Zweck ist aus meiner Sicht auf zwei Ebenen zu sehen. Das eine ist natürlich, dem Gegenspieler, also in dem Fall Russland, in dem Fall Putin, zu sagen, du musst es nicht nur denken, dass wir es wissen, du sollst es wissen, dass wir es wissen, auch in der Öffentlichkeit. No excuses, auch keine faulen Tricks. Deswegen wurden ja auch solche Pläne oder Überlegungen, Vorbereitungen für Provokationen etc. pp. Wurden alles sehr schön berichtet, so nach dem Motto, um den Spielraum, den operativen oder propagandistischen Spielraum so eng wie möglich zu halten. Das ist die eine Richtung. Die andere ist aber auch mindestens genauso wichtig, ist die Vorbereitung der internationalen Öffentlichkeit, der sogenannten Westen, also der Freunde, Verbündeten, sagen, ihr Lieben, nicht nur der Regierung, dafür schickt man seinen Geheimdienstchef etc. pp. Zu den Regierungen, was ja auch passiert ist. Burns war ja bei Kanzler Scholz. Das ist schön, dann weiß er es, aber das nützt ihnen ja nichts, wenn sie eine entsprechende öffentliche Unterstützung brauchen.
Ja, und die Vorbereitung auch, wenn wir reagieren sollen, bei Sanktionen zum Beispiel. Sanktionen sind ja sehr, sehr schnell verhängt worden. Sie sind vorher, und Sanktionen sind nicht trivial. Die müssen ausgearbeitet werden, man muss überlegen, was man macht, wie man es macht, wann man es macht. Nicht? Und das sind alles Dinge, die dauern. Und diese Überlegungen sind natürlich dann vorverlagert worden unter dem Aspekt, was wäre, wenn. Das macht aber keiner gerne, ja, wenn er nicht vorher schon entsprechend vorgewarnt worden ist. Das heißt, die Sanktionen konnten nur deswegen so schnell verhängt werden, weil man auch gut vorbereitet war, ja, auf gut Deutsch, die Übersetzung. Genau. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Krieg konnte aber nicht verhindert werden durch die Deklassifizierung der Informationen. Also Nein. Den Effekt hatte es dann doch nicht. Ja, das war halt, also die Hoffnung bestand natürlich schon, und das ist das Wort von der Diplomatie. Wissen Sie, Diplomatie als solche ist erstmal gar nichts, das ist ein Mittel. Ja, das heißt, Diplomatie muss etwas transportieren. Und die Hoffnung natürlich, nicht nur jetzt hier der Bundesregierung, sondern eben sehr vieler westlicher Regierungen, sei es Franzosen, sei es Amerikaner, war eben in der Tat die Botschaft zu überbringen. Die eine war natürlich eine direkte militärische Konfrontation, das wissen wir alle, ist nicht intendiert, kein Bündnisfall. Aber die Konsequenzen werden erheblich sein. Das müsst ihr, liebe Russen, einpreisen. Was das haben sie wohl getan, ne? Ja. Und gesagt, okay, we don't care. Jetzt nochmal die Bitte an euch, gern Fragen zu stellen, an Herrn Konrad. Man sieht schon, er ist gewillt, die zu beantworten. Ist für Sie vielleicht auch ein bisschen leichter, weil Sie eigentlich schon im Ruhestand sind, aber Sie schreiben ein Buch, aber Sie können so ein bisschen freier reden als vielleicht jemand, der noch im Dienst ist. Ja, ich meine, was ich von mir gebe, ist erstmal meine persönliche, vielleicht durch Erfahrung geprägte Meinung, aber eben kein Statement im Namen des Dienstes. Das geht nicht. Wir haben auch schon die erste Frage von Emo Janders. Der fragt über Instagram, wie können Geheimdienste eigentlich zur Deeskalation beitragen? Im Grunde genommen nur durch weiterhin verantwortungsvolle Informationsbeschaffung und Analyse. Wir sind als Geheimdienste sind wir dazu da und versuchen das jedenfalls, wie heißt es schön, speaking truth to power, ja? Also zu den Regierungsstellen ein möglichst realistisches Lagebild zu zeichnen. Nicht alarmistisch zu sein, aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht begütigend zu sein. Ne? Insofern, das ist die Grundlage. Ob eskaliert wird oder nicht eskaliert wird, ist dann nachher eine politische Entscheidung auf der Grundlage einer hoffentlich ordentlichen, verantwortungsvollen Informationsbasis. Und man weiß auch, wenn dann mal was schief geht, wie vor dem Irakkrieg, wo man behauptet, es würden Massenkriegswaffen dort gehortet werden und das stimmt dann gar nicht, dann ist es aber auch ein sehr großer Vertrauensbruch, der ja bis in die Gegenwart wirkt. Viele haben den Amis ja nicht geglaubt, dass Russland tatsächlich den Krieg gegen die Ukraine plant. Ja, der Punkt ist natürlich der, zu der Vorbereitung des Irakkrieges kann man vieles sagen, vieles ist auch schon gesagt worden. Und in der Tat ist hier die politische Entscheidung, einen Krieg zu führen, vorgelagert gewesen vor der Intelligence. Das kann man historisch rückblickend inzwischen auch sagen. Das ist so. Das wissen auch alle, die sich damit beschäftigt haben. Und deswegen war auch die empirische Grundlage ja mehr als dünne. Was Sie jetzt hatten, da müssten Sie jetzt sonst unterstellen, dass die gesamte Satellitenbildaufklärung, die ja nicht nur amerikanische Satellitenbildaufklärung ist, sondern eine gemeinsame, und es gibt sehr viele Quellen, Sie wissen auch freie Quellen, wenn Sie so wollen, nicht regierungsamtliche Quellen, denken Sie an Maxar oder ähnliche private Satellitenaufklärungsdienste, das meiste davon konnte man sehen. Man konnte es zum Teil nicht verstehen, mangels der spezifischen Expertise, aber man könnte es sehen. Denken Sie auch an den berühmten Konvoi, den 60 Kilometer langen Konvoi, der da vor sich hinsteht. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Dienste müssen Informationen liefern für die Regierungen, damit die wiederum die politischen Entscheidungen treffen. Und die gucken sich bestimmt auch Herrn Putin genauer an, was mit dem eigentlich los ist. Der hat sich optisch verändert, das Gesicht wirkt aufgedunsener und der hat eine Rede gehalten, eine einstündige, die einen so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil er darin irgendwie wütend wirkte und auch nochmal erklärt hat, warum er findet, dass vereinfacht ausgedrückt die Sowjetunion wieder hergestellt werden müsste. Welche Erkenntnisse kann man über Herrn Putin gewinnen als Geheimdienst? Wie funktioniert sowas? Guckt man sich tatsächlich ihn äußerlich an? Guckt man darauf an, wie er redet? Auch. Natürlich. Auch das ist eine uralte Praxis. Nicht? Ich erinnere mich, das ist das Privileg des Alters, nicht wahr? An die berühmte Kremlologie aus dem Kalten Krieg, dass man natürlich die Physiognomien, die Verhaltensweisen von Brezhnev, ab da habe ich das Ganze mehr oder weniger bewusst mitbekommen, sich angeschaut hat und gesagt, mein Gott, nicht, auf gut Deutsch, nicht, wie alt ist er denn jetzt schon? Dass der liebe Herr Putin inzwischen auch mal ein bisschen aufgedunsen ist, das kenne ich auch von anderen. Nicht wahr? Das passiert eben in zunehmendem Alter, dass sie nicht mehr so
gut erhalten sind. Da würde ich jetzt nicht zu viel hineingeheimsehen. Ich meine, wir kennen die ganzen Geschichten. Ich habe sehr viele Potentaten über 20 Jahre lang sterben sehen, nicht wahr? Also über Medien. Da muss man höllisch aufpassen. Jeder Arzt würde Ihnen sagen, hört auf mit Ferndiagnosen. Sie können also bestimmte, Sie können natürlich aus Verhaltensweisen, auch aus einer solchen Rede, können Sie ein bisschen, wie heißt es so schön, State of Mind, nicht? Also eine gewisse Befindlichkeit, können Sie ablesen. Oder wenn kognitive Fehlleistungen sind, dass der Mensch, was weiß ich, keinen Satz mehr zu Ende brächte oder was ja alles nicht der Fall ist. Dass er so energisch oder auch wütend, emotional im Grunde genommen, was man ihm generell nicht zutrauen wollte, weil er immer so als kühler Kopf gilt, auch davon ist sehr viel Perzeption und Vorurteil. Es könnte auch gespielt sein. Könnte auch gespielt sein. Es soll auch, wenn es gespielt wäre, oder es ist echt, beides kommt aufs Gleiche raus, es soll den Ernst des Vorsatzes, den Ernst der Situation, den Willen zu kommunizieren, ich meine es, ich spiele nicht rum, es ist ein Thema von strategischer, grundsätzlicher Bedeutung. Und das hat er nun, da musste man nur hören wollen und lesen wollen, das hat er nun schon seit Jahren unter die Leute gebracht. Nicht? Also das ist jetzt inhaltlich nicht neu, dass das ein Weltbild ist, das unserem inzwischen sehr fern ist. Das ist aber kein, das ist kein Indiz für mentale, wie soll man sagen, Verwirrung, nicht? Sondern das ist halt nicht nur sein Weltbild, das ist das Weltbild der Generation, im Grunde genommen meiner Generation, der Kalten Kriegsgeneration. Und ihm ist mehr oder minder sein Umfeld seiner Zeit in der Blüte seiner Jahre abhanden gekommen. Aber sind diese Informationen wichtig, um zu verstehen, was Putin möglicherweise als nächstes macht? Jetzt haben wir den Krieg gegen die Ukraine, den Angriffskrieg, aber damit ist möglicherweise nicht Schluss. Das wissen wir alle nicht, aber kann man zum Beispiel daraus auch ablesen, was möglicherweise danach kommt, ob er es ernst meint mit der nuklearen Bedrohung? Wissen Sie, nukleare Bedrohung ist ja nun im wahrsten Sinne des Wortes ein zweischneidiges Schwert. Nicht? Sie kennen Mutual Assured Destruction, nicht? Das Kürzel ist MAD und wenn man das zusammenspricht, ist es MAD und damit Madness, also Verrücktheit. So, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Nicht? Das sind ja die ganzen Formeln, also für einen großen Nuklearkrieg. Natürlich ist eine, wenn Sie wollen, denklogische Lücke seit 20 Jahren im Abschreckungsspektrum, eher 30 sogar schon, Jahren. Das heißt, das Feld der taktischen Nuklearwaffen, der substrategischen, die man dann auch nicht gegenüber den großen Nuklearmächten einsetzt, sondern versucht sie als Drohpotenzial, bisher war das nur der Fall, allenfalls als angedeutetes Drohpotenzial, noch nicht mal als strenges, direktes Drohpotenzial. Es wäre ein erstes Mal. Es ist immer irgendwann ein erstes Mal. Die Frage ist, ob es nötig wäre. Ja, aber wir dürfen es denklogisch nicht völlig ausschließen, dass ein solcher Versuch unternommen wird. Dann hoffen wir darauf, dass die Geheimdienste die Informationen dazu liefern. Wie ist es eigentlich? Können wir uns auf die Amis verlassen? Das scheint ja in dem Fall auch wieder so gewesen zu sein, dass er am Schluss gesagt hat, Gott sei Dank waren die da und haben Informationen geliefert. Ist es so ein Gesetz? Unter Trump-Zeiten hat man sich manchmal auch gedacht, naja, der mag unsere Administration nicht so sehr. Ist es also selbstverständlich, dass wir da immer versorgt werden mit Informationen? Die Versorgung, also sagen wir so, die Versorgung mit entscheidenden Informationen, ist ja auch begründet, nicht nur in gegenseitiger Zuneigung, wenn Sie so wollen, das ist nicht eine emotionale Frage, sondern es ist eine strategische Frage. Interessiert mich Europa als Lebenswirtschaftsraum, als politischer Raum, als Gegenküste, wenn Sie wollen, als transatlantische Gegenküste? Das ist grundsätzlich der Fall, auch wenn der pazifische Raum, wir kennen diese Geschichte seit Obama, nicht? Das ist ja nichts wirklich Neues, natürlich an Bedeutung logischerweise und Relevanz gewonnen hat. Herr Putin hat jetzt tatkräftig dazu beigetragen, dass eben auch Europa wieder eine geostrategische, wesentliche Rolle spielt im amerikanischen Dispositiv. Das Ganze wird immer sehr emotional und freundlich ausgedrückt oder eben auch unfreundlich ausgedrückt, aber im Grunde sind es die Fakten und sind es die Interessen, die geostrategischen, die die Grundlage bieten. Und ja, da können wir uns weiterhin auf die Vereinigten Staaten abstützen. Gleichwohl ist es wichtig, dass wir auch im Bereich von Nachrichtendiensten, aber nicht nur, Sie kennen die Diskussion auch, was Streitkräfte etc. pp. Angeht, dass wir uns auf eigene Beine stellen. Es wird nur zur Juniorpartnerschaft reichen, aber immerhin zu einer solchen.
Das hängt aber doch auch ein bisschen damit zusammen, wer jetzt gerade die Administration in den USA führt. Also es könnte durchaus wieder schwieriger werden, wenn dann ein anderer Präsident, sprich Herr Trump, wieder Präsident wird. Und das ist ja nicht ausgeschlossen. Das ist bekanntermaßen nicht ausgeschlossen. Was man prognostizieren könnte in einem solchen Fall ist, es wäre dann nicht so selbstverständlich, dieses berühmte America is back, müsste man dann sehen, ob dieses weiterhin, das ist zu früh. Okay. Auch Herr Trump wird und seine Administration wird nach Lage, der dann 2024er Lage, zu entscheiden haben. Wir haben dazu eine Frage von dem User, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Carbonisotope 12. Der kommt oder stellt seine Frage über Twitter. Inwieweit ist man von anderen Geheimdiensten abhängig und muss sich auf deren Informationen und Erkenntnisse verlassen? Also ist da eine richtige Abhängigkeit da? Das kann im Einzelfall sein. Das hängt in der Tat von den eigenen Befähigungen ab. Und wenn Sie als nationaler Nachrichtendienst, zum Beispiel in der Signal Intelligence, wie schon in der Fernmeldeaufklärung oder in weiteren sehr aufwendigen technischen Ermittlungsmedien, entweder die Befähigung nicht haben oder die Mandatierung, Sie könnten, dürfen aber nicht, ja, dann sind Sie durchaus sektoral, zumindest von anderen Diensten abhängig, die das A können und B auch dürfen. Jetzt kriegt so ein Nachrichtendienst wie der Bundesnachrichtendienst in Deutschland ganz viele Informationen, eigengenerierte, dann von anderen Diensten. Und da stimmen ja nicht alle. Also manche sind richtig und andere sind falsch, bewusst falsch vielleicht auch verbreitet. Wie schwer ist es da eigentlich, die richtigen rauszufiltern? Das ist grundsätzlich nicht trivial. Das kennen die Medien genauso, das kennt die Wissenschaft, ja. Ganz klar. Nicht? Und dafür gibt es ja in den Nachrichtendiensten Analyseabteilungen, die im Idealfall personell und qualitativ so ausgestattet sind, dass sie auch auf der Grundlage eines sogenannten Lagebildes arbeiten. Das heißt, man hat ein etabliertes Wissen. Auch zum Beispiel Russland ist ja nun nicht heute auf der Landkarte erschienen, sondern ist eben ein Akteur, ein politischer, militärischer Akteur, Nachrichtendienstakteur seit Jahrzehnten und liegt im Fokus von Diensten. Das heißt, sie haben ein Gedächtnis. Ja, und sie können vor der Grundlage müssen aufpassen, nicht? Denn nichts ist gefährlicher als veraltete Expertise oder zementierte Vorurteile, nicht? Das ist ganz klar. Aber sie haben ja nicht sozusagen, sie fangen ja nicht from scratch an, sie fangen nicht bei null an. Sie haben das Stichwort Lagebild gegeben. Das hat ein User, der gut zuhört, auch gleich aufgegriffen. John Johns Futures fragt über YouTube: Wie sieht denn ein Lagebericht eines Geheimdienstes in einem dynamischen Geschehen aus? Wie oft werden Politiker in Deutschland normalerweise mit Updates versorgt? Das ist, ich sage jetzt mal, lageabhängig. Im Augenblick ist das eine Angelegenheit, das kann stündlich oder halbtäglich sein, jedenfalls täglich. Aber es geht erstmal an die Regierung oder geht es gleichzeitig auch an die Opposition und an andere? Also hier in Deutschland, aber es dürfte auch sonst so sein, der Bundesnachrichtendienst informiert prioritär und institutionell die Regierung. Das heißt in diesem Falle den Bundeskanzler. Im Augenblick ist das Arbeitsverhältnis auch sehr, sehr intensiv. Das heißt, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes informiert den Kanzler und den Kanzleramtschef. Und natürlich dann die Fachminister, das heißt also BMVG, also Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt, natürlich die, das ist so die Kerngruppe. Und dann kommen natürlich, je nach Zuständigkeit, andere Ressorts dazu. Das ist eine Frage, wie man das organisiert. Das ist dann auf gesicherter Leitung, aber viel wichtiger noch im persönlichen Briefing. Also normalerweise würde man sich vermutlich in Nichtkriegszeiten in Europa halt einmal pro Woche treffen und austauschen. Zum Beispiel. Und wenn jetzt aber so eine Situation ist, wie wir es gerade in der Ukraine haben, müsste sowas mindestens täglich sein und vielleicht sogar mehrmals am Tag. Die Lage ist 24/7, wie es so schön heißt. Ne? Mhm. Also 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Das ist, stellt erhebliche Anforderungen A an die Produzenten, aber B natürlich auch an die Empfänger dieser Informationen. Jetzt gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Militärübungen. Manchmal weiß man da Bescheid, manchmal vielleicht auch nicht so gut. Oder Sie wissen Bescheid, aber es ist jetzt nicht so public wie andere Dinge. Weiß man immer genau, was in dem Fall Putin jetzt genau probt? Ob er vielleicht auch mal einen Angriff aufs Berliner Regierungsviertel probt? Weiß man das immer? Also was man erkennen kann, sind natürlich alle Übungsbewegungen im Raum. Nicht? Da ist fast nichts mehr, es sei denn, man verschläft es, aber das ist eigentlich kaum möglich in der heutigen Zeit. Also die ganzen Übungen, die regulären oder eben auch außergewöhnliche Übungen werden seit Dekaden verfolgt. Und man versucht daraus dann die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Was machen die da? Welche Kräfte ziehen sie zusammen? Welche Formationen? Was wird denn da geübt? Das können Sie. Schwieriger wird es bei den sogenannten Stabsrahmenübungen. Das heißt, es findet alles am Schreibtisch statt.
mit geschützter Kommunikation. Nicht? Das kann man sich das vorstellen, da sitzen die am Schreibtisch und planen, was sie machen können? Sie schalten halt sozusagen die Stäbe, nicht? Die militärischen Stäbe oder sonstige Stellen schalten zusammen in der geschützten, nicht nur heutzutage Videokonferenz oder sonst Kommunikation, und dann tun sie eben so, als sie ohne irgendwelche Dinge im Raum zu bewegen und planen. Das ist eine auch gängige Methode, spart Kosten. Und ob da irgendwelche sinistren Pläne gewälzt werden, das hängt jetzt von der Binnenaufklärung, also von der Möglichkeit, hier wieder Schutzwelle, nenne ich es mal, zu penetrieren und entsprechende Informationen zu gewinnen. Da bin ich mir nicht sicher persönlich, ob der Westen, whatsoever, das dann alles weiß. Der BND gilt ja als im Vergleich zu den amerikanischen Diensten, aber auch im Vergleich zu großen europäischen Nachrichtendiensten nicht als der, der das meiste Geld auf der Welt hat. Wie würden Sie es einschätzen? Also wie gut ist der BND finanziell ausgestattet und was kann der wirklich leisten? Also sagen wir, vor 4-5 Jahren, würde ich noch gesagt haben, ist der BND wirklich gravierend unterfinanziert worden. Sie hatten ja in der Regel zwischen 400 und 500 Millionen Jahresbudget gehabt, kann man alles nachlesen. Ist also der entsprechende Einzelplan im Haushalt des Bundeskanzleramtes. Und wenn Sie dann nur schauen, dass zum Beispiel allein der Signal Intelligence Dienst, der Fernmeldeaufklärungsdienst der Briten, pro Haushaltsjahr mindestens 1 Milliarde Pfund zur Verfügung hatte, also das Doppelte, nur für die Fernmeldeaufklärung, nicht für die Gesamtheit der Aufklärungs- und Analysemaßnahmen, dann merken Sie allein schon den Unterschied. Und auch die Franzosen waren diesbezüglich wesentlich besser ausgestattet. Inzwischen, die hatten ungefähr 400, 500 Millionen Euro, auch nur für die Fernmeldeaufklärung. Ja, während der BND mit 400, 500 Millionen Gesamthaushalt auskommen musste. Nicht? Da nur die Größenordnung. Das hat sich inzwischen ja nun geändert in den letzten Jahren. Und inzwischen, wenn ich mich nicht verlesen habe, liegt der Haushalt bei knapp 1 Milliarde, 900 Millionen. Da kommen eben die Satellitenprojekte, die ja der BND seit 3 Jahren betreiben darf, nicht wahr? Und wohl in 2-3 Jahren dann auch im Orbit hat. Und damit eine eigene, ja, Imagery Intelligence Capability hat, da kann er also dann durchaus nicht mithalten, aber hat eine eigene Möglichkeit, eine eigene Befähigung. Es gibt bestimmt weitere Felder, in denen die Finanzierung noch nicht gesichert ist, und insbesondere eines, wie bei der Bundeswehr jetzt. Sie haben mit diesem Sondervermögen haben Sie eine überjährige Finanzgarantie, ja, und nicht eine nach Haushaltsjahr. Und bei größeren Projekten und längerfristigen Ambitionen müssen Sie eine überjährige Finanzperspektive haben. Hier wird es ganz einfach sein. So wie jetzt ein Kassensturz bei der Bundeswehr, bei der Resilienz, sollten wir nicht vergessen, also sozusagen nicht nur bei Naturkatastrophen, sondern insgesamt der Resilienz von Staat und Gesellschaft einen Kassensturz machen müssen und sagen, was fehlt, so empfiehlt es sich jetzt im Rahmen der ominösen Zeitenwende, einen Kassensturz bei den Diensten und in diesem Fall jetzt fast mit Schwerpunkt beim Bundesnachrichtendienst erstmal vorzunehmen und erstmal nicht zu fragen, was braucht er für Geld, sondern welche Befähigung braucht er. Aha, und wird das denn gemacht? Weil im Moment hat man den Eindruck, dass man die 100 Milliarden nur erstmal fürs Militär vorsieht. Wie Sie gesagt haben, das wird ja nicht in einem Jahr ausgegeben, sondern das wird dann verteilt auf ein paar Jahre. Aber sozusagen, das ist ja nicht im gleichen Maße jetzt Geld, was es auch gibt für die Dienste oder auch für den Zivilschutz. Es wird ja nicht irgendwie daran gearbeitet, dass wir jetzt ganz viele neue Schutzräume, Wasserversorgung, Ernährungsversorgung und sowas haben. Man scheint sich da ja im Moment sehr aufs Militärische zu konzentrieren. Ja. Bräuchte es für die Dienste mehr? Wahrscheinlich ja, sage ich mal, wahrscheinlich ja. Plus ist es, das Wichtige ist, die Diskussion sollte man nicht an dem Ende anfangen, wir brauchen mehr Geld, sondern wir brauchen adäquate Befähigungen. Die bestimmen sich zum Teil auch aus dem Befähigungsspektrum der Bundeswehr. Sie müssen ja, also ein Hauptkunde auch des Bundesnachrichtendienstes, wenn es um Military Intelligence geht, ist natürlich die Bundeswehr und das BMVG. Das heißt, Entscheidungen auch strategischer Natur müssen unter anderem auf entsprechender qualitätsvoller Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes beruhen. Da müssen wir ansetzen und sagen, wenn da mehr Bedarf ist, andersartiger Bedarf ist, ist die erste Frage, kann der BND den decken? Und wenn nicht, was müssen wir tun, um diese Lücke zu füllen? Jetzt haben Sie relativ viel und gut erklärt, was die Herausforderungen für den BND sind und dass er weniger Geld zur Verfügung hat als manche andere. Ein User möchte wissen auf Instagram, kann man so eine Art Ranking machen, wo der BND steht? Welche Bedeutung hat der BND im Vergleich zu anderen europäischen Diensten auf internationaler Ebene? Kann man da sagen, wir sind auf Platz
17 oder ist das schwierig? Diese Sache mit den Äpfeln und den Birnen. Ja. Und zwar deswegen, wenn Sie auch in Europa, wenn Sie es vergleichen, ich habe es ja von Brüssel aus, als ich Director Insen war, konnte ich das ja auch nochmal sehr schön sehen. Dort werden ja mehr oder minder dann die Beiträge der Mitgliedstaaten, der Dienste der Mitgliedstaaten gesammelt, wenn sie freiwillig überstellt werden. Dann kann man mal sehen, was dann so kommt. Jeder Dienst hat seine Stärken und Schwächen. Bei sogenannten kleinen Diensten ist das offenkundiger. Der BND hat natürlich schon zu Teilen den Anspruch, ein All-Sources-Dienst zu sein, auch mit der berühmten 360-Grad-Perspektive. Okay. Dazu ist der Dienst, das muss man klar sagen, letztendlich als weltweit agierender Dienst ist er wahrscheinlich zu unterdimensioniert. Okay, wir müssen noch, das wollte ich schon Herr Karl sagen, Herr Konrad, über Herrn Karl sprechen. Der war zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine selber in Kiew. Das hat so ein bisschen verwundert und man hat sich die Frage gestellt, wusste er nicht, dass jetzt der Krieg da ausbrechen würde? Man musste ihn ja dann auch, wie man gehört hat, mit dem Auto da rausholen. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das sein konnte? Ja, also es ist ganz einfach, nicht? Wenn einer wusste über die Bedrohungslage Bescheid in der Bundesrepublik Deutschland, wohlgemerkt, dann war es Herr Karl. Also muss man dazu sagen, Chef des Bundesnachrichtendienstes. Ich meine, der gute Mann hat jeden Tag nicht bei dem Kanzler berichtet, also das wird er wahrscheinlich in der Zwischenzeit nicht vergessen haben. Nicht? Also das heißt, er ist im vollen Bewusstsein der prekären Lage, auch der Frage, was man nicht wusste, ist, kommen Sie heute oder kommen Sie morgen? Ja, es gab offensichtlich dringenden Gesprächsbedarf, wahrscheinlich mehr von der Gastgeberseite. Ne? Er wird ganz bestimmt nicht gesagt haben, Hallöle, ich wollte noch mal vorbeikommen, mir ist gerade zu langweilig. Mhm. Ne? Sondern hier besteht, wenn, ein substanzieller Gesprächswunsch. Dem wurde entsprochen, auch vor dem Hintergrund dieser prekären Lage, wir lassen euch nicht allein. Ja? So, reingeflogen. Und das Nächste war, dass er das Dienstflugzeug gleich wieder zurückgeschickt hat. Wohl wissend, wenn irgendwas anfängt, ist der Luftraum gesperrt, dann steht das schöne, teure Flugzeug in Kiew und da bleibt es dann auch. Das war also schon von ihm, war schon durchdacht. Und dann musste halt, dafür sind die Gastgeber dann da. Das hatte ich in meiner Zeit, hatten wir Dienstchefs, als auf Island der Vulkan ausbrach und der Luftraum über Europa nicht gesperrt war, haben wir auch alle möglichen lieben Gäste, nicht mal mit Fahrzeugkonvoi durch halb Europa gekarrt, um sie wieder irgendwo nach Hause zu bringen. Und genau das Gleiche ist jetzt wohl Herrn Karl widerfahren. Aber das zeigt ja auch, wenn es einen Krieg gibt, zumal in Europa, dann sind Nachrichtendienstchefs besonders stark eingebunden. Ja. Das sieht man da ja auch. Wie ist es eigentlich, wenn jetzt Regierungen nicht mehr miteinander sprechen könnten, zum Beispiel Berlin und Moskau? Wirkt sich das dann sofort aus auf die Dienste? Sprechen die dann quasi auch nicht mehr miteinander? Oder haben die dann noch Kommunikationskanäle, wo die Regierungen sagen würden, also ich lasse jetzt die Finger davon, aber ihr könnt ja noch mal sprechen. Gibt es sowas? Grundsätzlich gibt es das. Das kenne ich aus eigener Erfahrung auch, dass häufig Dienste dann im Hintergrund noch eine, ich nenne es jetzt mal nicht Notkommunikation, auch die sogenannte rote Telefon und solche Dinge, die existieren ja auch. Oder Sie haben auch in den Medien erfahren, dass der Generalstabschef in den USA, nicht wahr, mit seinem Counterpart in Russland ja durchaus auch noch Kommunikation hat. Also es ist nicht so, dass hier dröhnende Stille herrscht. Es herrscht meinetwegen dröhnende diplomatische Stille. Man sollte das nicht überbewerten, muss man auch ganz klar sagen. Denn Sie können auch als Geheimdienstchef natürlich nur mit einem politischen Mandat versehen kommunizieren. Und Sie können dann vielleicht mal was ausloten, nicht? Kann einen Versuchsballon starten, nicht? Und nachher war es keiner gewesen, nicht? Aber unter dem Schutz der Geheimhaltung, ja? Unter dem Schutz der Ableugnbarkeit, um zu sehen, ob irgendwo eine Möglichkeit ist. Ob das jetzt konkret stattfindet, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber vorstellen. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Herr Konrad, vielen Dank für die spannenden Antworten und auch für die vielen klugen Fragen aus dem Netz. Das war's aus dem ARD Hauptstadtstudio zum Thema Krieg und die Rolle der Geheimdienste. Danke fürs Zuschauen. Danke auch an Sie. Dankeschön. Danke.